Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Nordic Walking Stöcke Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Nordic Walking Stöcke Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Alpidex Superleichter Carbon. Die Alpidex Carbon Nordic Walking Post punktet mit einem federleichten Gewicht von nur 138 Gramm. Im direkten Gegensatz zu Stern.de können wir kaum einen nordischen Flanierstab finden, der das untergräbt. Das Ausmaß der Sendung besteht aus zwei dieser Stick auf zwei Sätze von Gummipads sowie Klammern. Die effektiven Trekkinghilfen sind in keiner Dimension vorstellbar. Sie bestellen die entsprechende Größe im Verteilungsbereich. Das hochmodulare Rohr besteht aus 100% Carbon und ist ideal in der Hand vorhanden. Nach ein paar Minuten werden Sie sicherlich die Bänke ganz vergessen haben. Das Material ist nicht nur ultraleicht. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Schwabmarken neu. Die Schwabmarken Paria Nordic Walking Teleskop Pfosten haben tatsächlich Daumenschlupflöcher aus Duralumin und ein zusätzliches Anti-Schock-System, das entriegelt werden kann. Der Lieferant stellt eine Größentabelle sowie eine Beschreibung, wie genau diese Sticks eingestellt werden. Diese wird mit dem Kauf per PDF an jeden Kunden verschickt. Der Flaufstab ist aus Aluminium gefertigt und kann auf eine Höhe zwischen 1,66 Meter und 2,05 Meter angepasst werden. Mit einer Verpackungsgröße von 73 x 10 x 8 cm passen die Stöcke in jeden Rucksack. Der veröffentlichte Bereich in Zentimetern hilft, die Länge dieses Teleskoppulls nachzujustieren. Es kann miteinander auf 70 cm gedrückt werden. Auf Platz 3 haben wir die Trekkingstöcke Climber. Die Bergsteigerreisepfosten beziehen ihr Haus mit einem koordinierenden Gummipuffer, Schneeplatten, Armbänder und auch ein paar Meter. Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm trainieren Sie besser und gesund. Durch auslösenden Oberkörper können Sie eine Vollkörperübung erreichen, die ein positives Ergebnis auf Synchronisierung, Kraft und auch Ausdauer hat. Der Kletterteleskopmast kann in der Größe zwischen 67 cm und auch 136 cm eingestellt werden. Es garantiert einen sicheren und sicheren Halt in anspruchsvollem Gelände. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Gipfelsportwanderstöcke. Die Top-Sport-Schlummerstöcke sind aus stoßfestem, leichtem Aluminium gefertigt. Dank der Anti-Schock-Absorption sorgt der Pfosten für ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Gewicht. Es gibt einen Frühling in den Gelenken, der sich an die Lasten gewöhnt und ihre Aktivitäten unterstützt. Mit Hilfe dieser Stöcke können Sie trainieren und auch Ihren Körper auf dem Aufstieg und Abstieg unterstützen. Der Teleskopmast ist in der Größe verstellbar und lässt sich leichter an die Körpergröße anpassen. Dieser Reisestock passt perfekt ins Gepäck sowie in den Wanderrucksack und ist bei Ihnen jeder Ort, den Sie brauchen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Covachio Nordic Walking. Die Nordic Flumlesticks von Covachio sind faltbar und auch mit EVA-Schaum ausgestattet. Dieses Produkt hat eine schweißabsorbierende Wirkung und ist auch rutschfest. Darüber hinaus handelt es sich um Nordic Walking Stöcke, die eine Faltfunktion haben. Vor allem aber ist der Transport im Rucksack weniger kompliziert, da die Stöcke nur 35 cm lang sind. Um die Covachio Nordic Schlummersticks so leicht wie möglich zu machen, setzt der Hersteller auf Aluminium. Ein Kohlenstoffmaterial wird ebenfalls im Kern verwendet. Dies deutet darauf hin, dass die Nordic Bummelsticks robust und auch langlebig sind, wie der Hersteller in der Produktzusammenfassung nennt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.